Ich habe hier am Tisch zu unserer nunmehr 10. Oldtimer Veranstaltung, sprich historischer Motorsport, den Dieter Krone aus Meißen. Dieter Krone war einer der ersten Fahrer mit auf der Halle-Saale-Schleife 1966. Er lag in Führung, musste die Kerze wechseln und hat trotzdem den 2. Platz belegt. Eine tolle Leistung. Ich möchte dich mal fragen, Dieter, wie bist du zu diesem Motorsport gekommen? Wie war der Anfang damals in der DDR? Ich hatte einen Freund, der hat aus Simson SR1 Rennmaschinen gebaut. Und da sind wir dann zum Spinnenrennen gefahren nach Dresden, zur Maschinenabnahme. Und da hat der technische Kommissar, der Herr Göldner, hat das Motorrad hinten angehoben und da sind auf einmal die Federbeine auseinandergefallen, weil er nur zwei Hülsen zusammengesteckt hat. Und da habe ich mir gedacht, da machst du es besser, machst du es alleine. Und da habe ich angefangen. Und in welchem Jahr war das etwa? Oh, das ist schwer zu sagen. 70. In 60er Jahren vielleicht. Moment. 1960, 1961. Das ist also interessant. Mit anderen Worten, 1961 fing eigentlich die 50 Kubikzentimeter Szene in der DDR an. Und wie hast du dich dann beruflich weiterentwickelt? Ich war im Kombinat Schwarze Pumpe. Habe dort als Kfz-Elektriker gearbeitet und dort hatte ich die Werkstatt und alles für mich zum Bauen. Das war eigentlich nicht schlecht. Mit anderen Worten, das waren ideale sozialistische Verhältnisse. Und dann haben wir uns ja persönlich dann 1969 in Meißen Buschbad kennengelernt. Ich begann mein Studium in Meißen, die erste Studienzeit, und ich habe mich gefreut, dass ich bei dir als Helfer mitarbeiten konnte, unentgeltlich, um da dazu zu lernen. Bis etwa 1971. Und wie lange bist du dann die 50 Kubikzentimeter Klasse noch gefahren? Bis 1978. Bis 1978. Und dein weiterer beruflicher Werdegang, du bist ja noch in Halle gewesen. Ich habe dann ein Haus gebaut, weil wir eine kranke Tochter hatten. Und dann bin ich zu einer großen Firma gegangen nach der Wende. Habe da gearbeitet, bis ich in die Rente gegangen bin, 2011. So, und nun verrate uns bitte noch dein Alter. Ich werde dieses Jahr 70 Jahre. Schön. Das war's von dieser Seite. Ich danke.